Leute, wir sind Helen und Sarah von Wir lieben Steuern. Und wir wollen jetzt mal ganz geschwind je drei wichtige Fakten zu zwei wichtigen Themen im Zusammenhang mit Immobilien besprechen. Und zwar zum einen die anschaffungsnahen Herstellungskosten und zum anderen die Verteilung von Instandhaltungen. Fangen wir erstmal damit an, dass wir uns nochmal ganz kurz angucken, was sind eigentlich anschaffungsnahe Herstellungskosten. Wir sind in unserem letzten Immobilienvideo ja schon drauf eingegangen, aber hier nochmal der Schnelldurchlauf. Also, wenn ihr Instandhaltungsmaßnahmen oder Modernisierungsmaßnahmen zum Beispiel innerhalb von 3 Jahren nach Kauf des Gebäudes tätigt und die Kosten dafür über 15% des Anschaffungspreises für das Gebäude betragen, dann habt ihr sogenannte anschaffungsnahe Herstellungskosten. Und die werden dann nicht in dem Jahr als Werbungskosten berücksichtigt, indem ihr sie zahlt, sondern die erhöhen die AFA-Bemessungsgrundlage, also die Grundlage, auf deren Basis die Abschreibungen berechnet werden und werden dann mit abgeschrieben. Bei den Kosten werden aber nur die Nettobeträge, also die Rechnungsbeträge ohne Umsatzsteuer berücksichtigt. Fakt Nummer 1. Diese dreijährige Frist ist taggenau zu berechnen. Und dabei kommt es aber nicht darauf an, wann eine Rechnung tatsächlich bezahlt wurde oder wann eine Maßnahme abgeschlossen ist. Es kommt wirklich nur darauf an, wann eine Maßnahme durchgeführt wurde und wann nicht. Und diese Aufteilung ist im Zweifel durch Schätzung vorzunehmen. Das Einzige, was hier wirklich nicht reinspielt, sind die Kosten, die dadurch entstehen, dass man das Gebäude wirklich erweitert. Denn das sind dann sowieso Herstellungskosten. Fakt 2. Wenn ihr jetzt ein Mehrfamilienhaus habt und in diesem renoviert ihr eine einzige Wohnung und die anderen, da macht ihr gar nichts mit. Da könnte jetzt die Frage aufkommen, wie ist das denn mit dieser 15%-Grenze? Bezieht die sich aufs ganze Haus oder vielleicht sogar auf die einzelne Wohnung? Da könnt ihr ganz unbesorgt sein, denn im Gesetz steht nur Gebäude und nicht Gebäudeteil oder Wohnung oder sonst irgendwas. Bedeutet, die 15% beziehen sich auf den Anschaffungspreis des gesamten Gebäudes. Fakt 3. Welche Kosten fallen denn jetzt wirklich hier drunter? Die Kosten, die nicht darunter fallen, das sind die für tatsächliche Neuherstellungen. Zum Beispiel, wenn ihr einer Wohnung einen Balkon verpasst, den sie vorher nicht hatte. Was aber definitiv dazu gehört, sind die klassischen Erhaltungsaufwendungen. Das ist zum Beispiel das neue Treppengeländer, der neue Fassadenanstrich oder die neue Heizung. Aber was ist denn jetzt, wenn man eine Wohnung kauft, die so eine Bruchbude ist, dass das Bad zum Beispiel gar nicht benutzbar ist? Das bedeutet, dass die ganze Wohnung nicht nutzbar ist. Das heißt, sie muss erst in einen betriebsbereiten Zustand versetzt werden. Und die Kosten, die dafür anfallen, sind immer Herstellungs- oder Anschaffungskosten. Also muss man das eh abschreiben. Was hier aber noch besonders ist, diese Kosten werden berücksichtigt bei der Ermittlung, ob man jetzt 15% gerissen hat oder nicht. Denn laut Gesetz sind nur die Erweiterungskosten ausgenommen und die liegen ja hier nicht vor, denn es gab ja schon ein Badezimmer, es war halt nur nicht betriebsbereit. Gleiches gilt übrigens bei den Kosten, die dadurch entstehen, dass man den Standard des Gebäudes hebt. Die werden sowieso immer abgeschrieben, aber trotzdem werden auch die bei dieser Ermittlung der 15%-Grenze berücksichtigt. Im Gegensatz zu den Anschaffungskosten und den anschaffungsnahen Herstellungskosten, die wir jetzt gerade durchgesprochen haben, werden laufende Kosten, also auch zum Beispiel Instandhaltungskosten, die ihr regelmäßig habt, immer in dem Jahr abgezogen, in dem ihr sie zahlt. Aber auch hiervon gibt es eine kleine Ausnahme und das wollen wir uns jetzt mal genauer angucken. Fakt 1. Wenn ihr nun ein Gebäude in eurem Privatvermögen habt, das überwiegend Wohnzwecken dient, dann könnt ihr größere Instandhaltungsaufwendungen auf 2 bis 5 Jahre verteilen. Das heißt, ihr müsst sie nicht zwingend in dem Jahr ansetzen, in dem sie entstehen. Überwiegend zu Wohnzwecken ist übrigens immer dann der Fall, wenn mehr als die Hälfte der Nutzfläche des Gebäudes diesen Wohnzwecken dient. Fakt 2. Wenn ihr das Gebäude, für das ihr die Kosten auf mehrere Jahre verteilt habt, innerhalb dieser Zeit verkauft und dementsprechend noch Kosten da offen stehen, die ihr noch nicht verteilt habt, dann wird das in dem Jahr der Veräußerung komplett angesetzt. Das Gleiche gilt übrigens auch, wenn ihr das Gebäude in ein Betriebsvermögen einlegt oder wenn es nicht mehr vermietet wird. Fakt 3. Wenn das Gebäude euch jetzt nicht alleine, sondern euch und noch anderen Personen gehört, dann ist die Aufteilung dieser Instandhaltungskosten immer für alle auf den gleichen Zeitraum vorzunehmen. Wir sind Sarah und Helen, Steuerassistentin und Steuerberater. Danke fürs Zugucken, ihr kennt's. Blog in der Infobox, Fragen in die Kommentare und bis nächste Woche. Ciao! Ja klar. Ich bin bereit geboren. Bist du jetzt mental bereit? Ich bin mental bereit. Okay.
sprechen. Und zwar einmal zu den Instandhaltungs- und Herstellungskosten. What is wrong? What is wrong with you? I don't know. Ganz geschwind drei Fakten zu zwei wichtigen Themen. Nee, nochmal. Bitte. I please you. Die anschaffungsnahen Herstellungskosten und zum anderen die Verteilung von Instandhaltungen. Hast du dich gefreut, als ich ja anschaffungsnahe Herstellungskosten richtig gesagt habe? Da hatte ich den Eindruck, dass du kurz so bestätigen nickst. Gut gemacht. Gut gemacht. Well, I'm so proud. Gut, wir müssen aber... Ja, wir müssen da gucken. Von wir lieben Ich habe dich nicht angeguckt, das war irgendwie komisch. Ich hoffe, du guckst nicht dahin. Nein. Gut. Ich hoffe, du guckst nicht dahin. Ich guck da nicht hin. Ich guck da nicht hin.